Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gäste. Wir haben es heute bereits mehrfach gehört und auch die Tagesordnung spiegelt und der Tagesordnungspunkt 3 in seiner Struktur wider. Das baldige Wirksamwerden der EU-Datenschutzgrundverordnung gemäß Artikel 99 am 25. Mai 2018 hat seit Jahresbeginn auf Seiten der Landesregierung sowie des Landtages zu umfangreichen gesetzgeberischen Aktivitäten geführt. Auch die Anzahl der Änderungsempfehlungen in den heute vorliegenden Beschlussempfehlungen zur EU-Datenschutzgrundverordnung zeigt, dass viele Bezüge und Auswirkungen der europäischen Richtlinie auf die nationale Gesetzgebung und Ländergesetzgebungen kurzfristig erkannt und entsprechend im Parlament nachgesteuert werden mussten. Meine Damen und Herren, Ziel des Gesetzentwurfs ist es, das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern mit der EU-Datenschutzgrundverordnung in Einklang zu bringen. Diesbezüglich hat der Energieausschuss den Gesetzentwurf auf Drucksache 7/1802 in zwei Sitzungen behandelt und dabei auch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit mit einbezogen. Das Fachressort hatte neben redaktionellen Änderungsempfehlungen während der Beratung die Anregung des Finanzministeriums eingebracht, im Zuge der Einführung des elektronischen Mitarbeiterportals beim Landesamt für Finanzen den Landesbediensteten auch eine elektronische Beantragung der Erstattung von Umzugskosten zu ermöglichen. Bislang kann die Beantragung der Erstattung nur auf den schriftlichen Wege erfolgen. Ein eigenständiges Gesetzgebungsverfahren hatte das Finanzressort mit Blick auf den Regelungsinhalt als nicht notwendig angesehen. Vor diesem Hintergrund hatte die Normprüfstelle der Landesregierung eine Prüfung durchgeführt, ob die Erweiterung des vorliegenden Gesetzentwurfs zur entsprechenden Änderung des Landesumzugskostengesetzes gegen das sogenannte Aufsattelungsverbot von Gesetzen verstoßen könnte. Meine Damen und Herren Abgeordnete, dies ist nicht der Fall, weil die Erweiterung keine wesentliche Gesetzesänderung darstellt, die einer neuen Grundsatzberatung gemäß Artikel 55 Absatz 2 Satz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Parlament bedarf. Denn in diesem Fall ist ein unmittelbarer Zusammenhang gegeben, weil die Ergänzung am Gesetzgebungsgrund der ursprünglichen Vorlage, also der Drucksache 7/1802, anknüpft. Meine Damen und Herren, aufgrund der vom Fachressort sowie vom Datenschutzbeauftragten dargelegten Anregungen hatten die Koalitionsfraktionen die in der Beschlussempfehlung aufgeführten Änderungen beantragt, die der Ausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktionen von SPD und CDU sowie bei der Enthaltung seitens der Fraktionen der AfD und BMV einvernehmlich angenommen hatte. Selbstverständlich hat auch die Linke zugestimmt. Entschuldigung, hatte ich gerade vergessen. Insofern gehe ich davon aus, dass Sie auch, meine Damen und Herren, diesem Gesetz einvernehmlich zustimmen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.